Der Nachbau eines Klassenzimmers mit Schülerattrappen im Labor. Hier wird die Übertragung von Coronaviren simuliert. Die Fragestellung: Wie kann man die Ansteckung verhindern? Mit Laserlicht wollen Wissenschaftler die Atemluft sichtbar machen und die Verbreitung der Viren untersuchen. Mit seinen Erkenntnissen aus den Versuchen hat sich Axel Müller eine Anlage ausgedacht. Die sollen die Luftströmungen beeinflussen, damit die Viren nicht von einem Menschen zum anderen wehen. Sie sollen stattdessen ganz schnell abgesaugt werden. Wir erhoffen uns über unsere Anlage, dass wir die Kinder voneinander trennen können, indem wir dort eine unsichtbare Trennwand aus Luft generieren, die das Infektionsrisiko von einer Person auf die andere massiv reduziert. Durch die Anlage entsteht ein leichter, dauernder, zirkulierender Luftstrom. Er umströmt die Schüler regelrecht. Das soll dann wie ein Schutzschirm um jeden einzelnen Schüler wirken. Die schädlichen Viren bleiben in einem Filter hängen und die saubere Luft wird in das Klassenzimmer eingeblasen. Solche Filteranlagen sind allerdings umstritten. Der Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts der TU Berlin, Martin Kriegel, zweifelt an dem Nutzen solcher Anlagen. Die Menschen suchen eben nach einfachen Lösungen. Die Behauptungen zur angeblichen Sicherheit durch Raumluftreiniger sind gefährlich und verantwortungslos. Das glaubt Axel Müller nicht. Er will die Wirksamkeit seiner Anlage beweisen. Er hat die renommierten Virologen des Münchner Klinikums rechts der Isar von seinen bisherigen Ergebnissen überzeugt und konnte hier ein Gerät einbauen. Demnächst also Praxistest im Universitätsalltag. Diese Teststreifen werden die Mediziner regelmäßig auf Viren untersuchen. Das erlaubt dann Rückschlüsse auf die Filterwirkung. Die Hoffnung ist natürlich, wir sind ja hier in einem Seminarraum, dass man in diesem Raum sitzen kann und eine minimale Ansteckungsgefährdung hat, wenn man hier sitzt und sich unterhält, wenn man einem Seminar zuhört oder eben auch miteinander diskutiert. Und auch nach der Pandemie könnten Luftfilter nützlich sein. Sie wirken gegen jedes Virus, Bakterien und Pollen. Darum wird jetzt weiter getestet. Im Labor mit Dummies und bald auch mit echten Studenten.